Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Habt ihr euch auch schon jemals gefragt, hey, ich habe so eine Idee für ein Gameboy-Spiel, aber ich kann nicht programmieren. Kann ich das irgendwie umsetzen? Und genau dieser Frage bin ich jetzt mal etwas nachgegangen. Und zwar gibt es ein super Programm namens GB Studio, also ein Gameboy Studio, womit man mit relativ einfachen Mitteln sich Spiele zusammenklicken kann. Ja, fantastisch, oder? Ich habe mich da so etwas in die Materie reingearbeitet. Bitte seht das hier Ganze nicht als Tutorial. Ich habe euch unten Links geschickt für eine gute Tutorial-Serie, womit ich mich selber mal so ein bisschen damit rein beschäftigt habe oder rein ja, gesteigert habe, sage ich mal. So, die Basics habe ich jetzt drauf in die Tiefe gehen und da fehlt mir jetzt leider die Zeit, aber ich wollte euch nur mal so einen groben Überblick verschaffen, wie man wirklich mit GB Studio ein kleines Spielchen machen kann. Und zu diesem Zweck starte ich euch jetzt einfach mal das kleine Spiel, was ich mir ein bisschen zusammengeklickt habe. Also es ist wirklich kein Spiel, es sind keine großartigen Spielmechaniken drin, aber damit ihr mal so einen Überblick habt, was ich geschaffen habe. Und jetzt zeige ich euch gleich den Bildschirm, wie ich das gemacht habe. Und damit könnt ihr schon gut die Prinzipien da euch da mal anschauen. Wie ihr seht, ich spiele natürlich mit dem Emulator. Es sollte theoretisch auch jetzt so laufen, dass man das jetzt auf dem Gameboy mit einer Flash-Cartridge spielen kann. Ich habe leider keine da, deswegen konnte ich das jetzt nicht testen. Aber ihr seht, es ist so eine Art JRPG. Neuere Version des GB Studios, also die 2.0er, die ist jetzt im Beta-Stadius, die kann auch Plattformer und auch Shoot'em-ups, aber ich habe mich jetzt erstmal auf diese JRPGs. Es ist auch eine, ja, die ältere Version, sage ich mal. Ich habe es mit der 1.2er, glaube ich, gebaut oder ähnliches, aber gut der Sachen. Wie ihr seht, ich habe eine kleine Landschaft erschaffen. Wie ihr es hört, ihr hört nämlich nichts, ist kein Sound, ist klar. Auch die ganzen Assets, die ihr seht, also Assets, falls ihr nicht wisst, was das ist, die ganzen Sprites, die Grafiken, die ich hier benutzt habe, die habe ich mir von so kostenlosen Datenbanken geholt. Ich verlinke euch unten auf jeden Fall so ein bisschen ein paar, wo ich das alles her habe. Ihr seht, deswegen ist auch die Spielfigur hier ein alter Mann. Ich habe keinen Panda gefunden. Theoretisch müsst ihr natürlich alles selber von Grund aufbauen, ne? Die ganzen Sprites etc. Deswegen habe ich mir das so ein bisschen zusammengeklaut und auch die Karte, die ihr hier seht, diesen Bildschirm hier. Das kann man sich mit einem ganz guten Tool eigentlich schön zusammenklicken. Genau. Aber auf jeden Fall, so, spinnt hier gerade mein Controller etwas rum, merke ich gerade. Da muss ich mal nachschauen. Ist auch jetzt nicht animiert oder ähnliches. Und ihr könnt hier langlaufen, ihr könnt zum Beispiel nicht in den See gehen. Könnt aber mit den Tieren und den Wesen hier sprechen. Also das soll hier der Hund Pinsel sein, der ja schon den Auftritt in dem Fragestundenvideo gemacht hat. Dann haben wir hier, das soll meine wunderschöne Freundin darstellen. Dann gibt es hier natürlich im Haus auch einen schönen Garten. Hier habe ich ein kleines Kreuz aufgestellt mit am Herzen und einen kleinen Textfeld, weil meine Katze nämlich vor... Ja, jetzt vor 2,5 Wochen, also jetzt, wo ich es aufnehme, gestorben ist. Und da dachte ich mir, dass ich auch in virtueller Sicht vielleicht ein kleines Denkmal setze, auf jeden Fall. Dann haben wir hier draußen noch ein Eichhörnchen, wo ich mal so ein bisschen so Optionen ausprobieren wollte. Also wie wir sehen, ich habe das alles so ein bisschen reingesetzt, um mal so ein paar Sachen auszuprobieren. Ne? Dann zack, bumm. Dann könnte man hier zum Beispiel einen Kampf starten lassen. Aber einen Kampf zu machen, das ist komplizierter. Dann müsst ihr Variablen machen etc. etc. Ist im Prinzip alles dieser kleine Bildschirm. Und man kann natürlich ins Haus gehen. Das ist jetzt der Bildschirmwechsel, wie das alles gemacht wird. Wie gesagt, das zeige ich euch. Auch das habe ich hier selber erstellt. Und ja, hier sollte eigentlich denn so quasi der Questgeber stehen, ne? Weil was für ein Grund könnte ein Spiel haben, um eine große epische Quest zu starten? Und ihr seht, hallo du fantastischer Mensch, ne? Natürlich, dichter Start. Ein großes Unglück ist passiert. Die Retro-Panda-Spielesammlung wurde geklaut, ne? Ist doch klar. Bitte bringen Sie zu mir zurück. Warum ich das nicht selber mache? Ich muss YouTube schauen.
gute Ausrede, würde ich sagen. Ne? Und dann sollte hier dann theoretisch denn das Ganze starten. Wie ich sehe, wenn man rausgeht, wird man sofort zurückgeworfen. Das ist, glaube ich, noch ein älterer Bild. Da habe ich nämlich einen kleinen Bug eingebaut gehabt, warum das nicht geht. Deswegen können wir leider nicht raus. Aber wie ihr seht, es ist ein bisschen, das ist ein bisschen, ja, das Grundgerüst, sage ich mal. Also es sind noch keine großartigen Spielmechaniken drin. Die müsste man halt alles noch einbauen. Aber das war jetzt so für mich so ein bisschen das Szenario, um mal ein bisschen was zusammenzuklicken, mal gucken, was so geht und wie es geht. Und ich würde sagen, ich starte jetzt mal das Programm und dann schauen wir mal zusammen rein, wie ich das gemacht habe. So, ich habe euch das Programm mal gestartet und alles reingeladen in meinem Projekt. Und es sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend aus, aber es ist eigentlich klarer, als es ist so. Also, ihr habt hier links auf jeden Fall erstmal eine Menüleiste. Ihr könnt natürlich hier ganz normal einen Pfeil wählen, um normal rumzunavigieren. Und hier rechts habt ihr ein Plus und könnt drei Sachen hinzufügen: Darsteller, Auslöser und Szene. Das hier sind alles Szenen, ne? Also ganz normal. Und wie ihr seht, gibt es ja diese Striche dazwischen. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Wir gehen hier erstmal auf die Intro-Szene. Ihr stellt also ganz normal eine Szene und hier auf der linken Seite habt ihr denn die entsprechenden Optionen, wo ihr so ein bisschen ein paar Sachen einstellen könnt und programmieren könnt. Und zwar haben wir hier natürlich den Startbildschirm. Und den muss man als erstes festlegen. Das seht ihr dann auch hier an diesem kleinen Symbol. Und das stellt nämlich euren Darsteller, eure Spielfigur dar. So. Und das müssen wir natürlich jetzt alles konfigurieren. Und zwar, wenn das Intro kommt, das kommt das also als erster Bildschirm. Dann müsst ihr denn zuerst entsprechend einen Hintergrund festlegen. Ne? Also auch hier diese ganze Karte, die ihr seht, das ist alles eine Bilddatei, die ihr euch irgendwie erstellt. Wie ihr seht, das kann auch ruhig nicht Gameboy-Farben sein, der berechnet das entsprechend um, sieht aber natürlich nicht so ideal aus. Klar. Auch da habe ich euch unten diese Tutorial-Serie verlinkt. Da wird euch auch gezeigt, wie ihr mit einem ganz coolen Kartentool, Gartentool, ja, Garten auch, ne, wie ihr aus dem Garten ja erstellt, am Kartentool hier sowas zusammenklicken könnt mit relativ wenig Aufwand und auch genau, welche Farbeinstellungen ihr da benutzen müsst und so weiter. Also, wenn ihr so ein bisschen sucht, es gibt da viele, viele Tutorials. Die meisten sind leider Englisch, also so ein bisschen Englisch solltet ihr auf jeden Fall können. Und auf jeden Fall, indem ihr diese Bilddatei hier reinlädt, damit legt ihr auch die Größe des Bildschirms fest. So. Und wenn ich hier draufklicke, habt ihr dann hier auf der rechten Seite hier, wie gesagt, die Eigenschaften, die man einstellen kann. Und zwar habe ich hier On Init, das heißt, wenn der Bildschirm quasi initiiert wird, soll zuerst der Spieler ausgeblendet werden. Ne, ganz wichtig, weil wenn das Intro-Bild soll nur das Bild dastehen und nicht der Darsteller. Denn sollen 2 Sekunden gewartet werden. Also hier kann ich auch 10 Sekunden oder ähnliches einstellen, aber 2 Sekunden, um kurz das Logo zu zeigen, reicht meiner Meinung nach. Und danach soll die Szene gewechselt werden. Und das macht man dann mit diesem blauen Pfeil. Dann erscheint hier so ein Pfeil, den man dann irgendwo hinzieht. Und ich habe den hier in den Startbildschirm dann hingezogen und genau da vor dem Haus sollt ihr starten. Wenn ich das jetzt irgendwie dahin ziehen würde oder ähnliches, dann kommt ihr halt da entsprechend raus. Und so programmiert ihr quasi alle kleinen Sachen von dem, wie sich der aktuelle Screen irgendwie verhalten soll. Dann könntet ihr zum Beispiel hier noch weitere Ereignisse hinzufügen, ne? Wie zum Beispiel dass hier ein Menü oder hier, dass ein Musiktitel abgespielt wird oder die Musik angehalten wird. Und das könnt ihr dann hier auch alles entsprechend verschieben, dass auch entsprechend die Reihenfolge ist, ne? Also da gibt es verschiedene Optionen, die es euch ermöglichen, ein bisschen einzugreifen und zu ändern. Das zu dem Grundsätzlichen. Dann kommen wir hier zum Startbildschirm. Also könnt ihr auch diese Szenen, die ihr denn hinzufügt. Ich zoome mal ein bisschen raus, dass es etwas übersichtlicher wird. Zeige euch einfach mal, wie man so eine Szene hinzufügt. Also hier könnt ihr denn entsprechend auf der rechten Seite dann auch Namen vergeben. Ne? Zum Beispiel hier mache ich jetzt Test. Dann müsst ihr hier dann auch noch das Hintergrundbild ändern, was ihr, wie gesagt, vorher erstellt habt. Also das geht leider in diesem Programm nicht. Das müsst ihr extern erstellen. Aber wie gesagt, wie das alles geht, das findet ihr unten verlinkt. Und dann habt ihr hier eine blanke Fläche, ne, das ist jetzt hier der Placeholder-Hintergrundscreen, was euch so ein bisschen automatisch dabei ist, was euch so ein bisschen zeigt. Und da könnt ihr dann auch
das Wichtigste, Darsteller reinsetzen. Ne? Also wie ihr seht hier, ich zoome mal wieder ran. Sowohl der Hund hier und das, sieht ja diesen lilanen Untergrund, sind alles Darsteller. Auch da müsst ihr entsprechende Sprites haben. Dann gehe ich mal hier oben drauf. So, und da könnt ihr dann halt auch on interact oder on init. Aber on interact, das heißt, wenn die Spielerfigur hingeht und eine Taste drückt. Ne? Und hier habe ich jetzt einfach, wenn bei dem Spieler soll da eine Emotionsblase erscheinen, die Love, ne? Dieses Herzwasser. Also ich bin hier hingegangen, habe gedrückt und dann hatte ich, oder die Spielfigur, das Herz oben drauf. Hier könnt ihr dann noch die Bewegungsart entsprechend einstellen. Ne? Also hier zufällige Bewegung oder soll es nur dastehen? Dastehen wie zum Beispiel der Hund hier. Das könnt ihr alles einstellen und auch in welcher Geschwindigkeit die da rumlaufen sollen. Dann haben wir hier auch ein anderes Beispiel für eine andere Option, ne? On Interact Textdialog anzeigen. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. So. Als nächstes haben wir hier dann den Auslöser. Der Auslöser, wie ihr seht, wenn ich den hier irgendwo hinsetze, könnt ihr frei Felder auswählen. Ne? Und das habe ich zum Beispiel hier vor dem Kreuz gemacht, da wo ihr den hingeht. Und dann, ich klicke auch mal drauf, diesen Dialogtext. Da muss natürlich entsprechend, passt ja nicht vieles auf einen Bildschirm. Deswegen ist das alles so ein bisschen gesplitteter dargestellt. Soll das entsprechend angezeigt werden und bei dem Spieler wieder das Herz oben drauf. Ihr könnt aber auch diese Sachen zum Beispiel benutzen, um hier in das Haus zu gehen. Wie ihr seht, habe ich hier vorne auch ein Feld definiert. Das heißt, wenn ihr auf diesen Eingang losgeht, dann soll hier eine Szene gewechselt werden und zwar dann wieder hier oben zum Haus geschoben werden. Ähnliches ist wieder natürlich umgekehrt und wie ihr seht, habt ihr denn auch den Bug, erkennt ihr auch den Bug, warum man jetzt immer wieder in das Haus geht. Und zwar war das bei der ROM hier noch so, dass das hier nämlich direkt wieder auf den Ereignisfeld gespawnt wurde und man dann sofort wieder reingesetzt werde. Also das müsst ihr wirklich beachten, dass ihr das möglichst nicht macht. Nicht so fehlerhaft wie ich. Aber genau, und so klickt ihr euch das Ganze zusammen. Wenn ihr zum Beispiel auch ein Kampfsystem habt, dann läuft das so ähnlich, indem ihr dann zum Beispiel denn, einer Figur entsprechende Variablen gibt. Ne? Zum Beispiel die Variable Gesundheit, die dann irgendwie abgezogen wird und so weiter. Aber das wird jetzt zu sehr in die Tiefe gehen. Auch da gibt es mehr als genug Tutorials, die euch das zeigen oder auch Vorlagen, wo ihr euch das mal angucken könnt. Da gibt es mittlerweile auch so eine Art Vorlage, so Pokémon-Style-Kämpfe und so weiter, wo man auf einen anderen Bildschirm wechselt. Alles sehr, sehr schöne Sachen. Ich bin auch mal gespannt, dass ich mich mal mit Game Boy Studio 2, die Beta, da hineinsetze und mal so Plattformen austeste und so weiter, weil das funktioniert alles so ähnlich. Ne? Und so klickt ihr euch mit diesen verschiedenen Szenen, definiert überall, was gemacht werden muss. Und ja, im Prinzip tiefer gehende Programmierkenntnisse braucht ihr nicht. Natürlich später, wenn ihr mit Kampfsystemen, mit den Variablen und so weiter, da habe ich mich bisher nur oberflächlich beschäftigt, da müsst ihr euch natürlich reinfuchsen, ist klar. Aber es macht Spaß, sich da so ein bisschen was zusammenzuklicken. Ach genau, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar ganz wichtig, hier das hier unten, Kollision. Wie ihr seht, wenn ihr das malt, dann kommen diese roten Blöcke hier. Das habe ich hier natürlich überall so reingemalt. Das heißt, dass der Spieler da nicht rüberlaufen kann. Ne? Also damit definiert ihr Wände und so weiter. Also theoretisch könnte ich hier ein unsichtbares Gefängnis zum Beispiel setzen, dass ihr da nicht mehr rauskommt. Dass man nicht überall hinwandern kann, ist klar. Genau, und das ist im Prinzip die Grundoption. Und dann stellt ihr halt entsprechende Ereignisse ein. Das heißt, im Prinzip ist es einfach, aber gehört natürlich nur viel Arbeit mit dazu. Und das wollte ich euch eigentlich auch nur zeigen. Ein bisschen reinfuchsen müsst ihr euch hier selber. Und vielleicht habe ich euch ja inspirieren können, vielleicht mal ein eigenes Projekt anzufangen, ein eigenes Spiel. Vielleicht habt ihr ja mal eine Idee, was ihr einfach mal ausprobieren wolltet. Also ich habe gemerkt, ich habe mich daran gesetzt, beschäftigt und ich wurde quasi stundenlang da reingesogen, habe hier rumprobiert und mal gucken, wie das funktioniert und so weiter. Wenn man da sehr, sehr frisch ist, dauert natürlich selbst hier so ein kleines Projekt etwas länger. Aber es macht einfach Spaß. Spaß, sowas Kreatives zu erschaffen. Wunderbar. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe euch mal eine schöne Option gezeigt und ihr bastelt vielleicht auch selber was. Vielleicht habt ihr auch mal eine super Idee. Dann ab in die Kommentare damit. Aber ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Meine Lieben, macht's gut. Tschüss.